Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute wieder mit Markennachrichten. Und das ist keine ganz neue Nachricht, denn ich hatte zur Marke Esprit ja schon ein Video gemacht im August und hatte damals verkündet, dass durch die Insolvenz von Esprit das Unternehmen in Europa, hauptsächlich in Deutschland, aber in Europa geschlossen wird. Und dass die Läden verschwinden und dass die Markenrechte an einen britischen Investor verkauft worden sind. Und jetzt gibt es eine neue Wendung, kann man ja nicht sagen, aber jetzt gibt es eine neue Meldung, die habe ich heute gelesen. Und zwar die Schuhkette Deichmann erwirbt die Esprit Schuhmarkenrechte. Grundsätzlich spannend, dass es Esprit Schuhe weiterhin geben soll oder wird. Wenn man aber hinter die Kulissen guckt und werdet gleich hören, warum, bin ich der Meinung, das ist eine Mogelpackung. Wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es mir in die Kommentare. Gerne diskutieren wir dazu. Aber erstmal sage ich euch, warum ich der Meinung bin, dass es eine Mogelpackung ist. Und dazu lese ich euch mal die Meldung kurz vor, es sind 5 Sätze oder so. Der Schuhhändler Deichmann hat die Schuhmarkenrechte des Modekonzerns Esprit übernommen. Der Modekonzern Esprit mit Deutschland Hauptsitz in Ratingen hatte im Mai diesen Jahres Insolvenz angemeldet. Gut, wissen wir. Deichmann übernimmt nun die Schuhmarkenrechte von Esprit in Europa und USA. Nicht aber operative Firmenanteile des Unternehmens, also nur die Markenrechte. Über die Höhe, wie immer, des Kaufpreises haben die Beteiligten stillschweigend vereinbart. So, wir glauben an die vielseitige Marke. Die trendigen, bequemen Schuhe von Esprit passen hervorragend in unser Portfolio, teilte der Schuhhändler, also Deichmann, mit Sitz in Essen mit. So, jetzt kommt aber, seit 2019 führt man bei Deichmann bereits Schuhe der Modemarke Esprit. Alles gut. Außerdem entwickelt Deichmann seit der Saison Herbst-Winter 2020 gemeinsam mit Esprit Schuhkollektionen und beschaffen diese. Zudem bietet Deichmann eigene Kollektionen von Esprit-Schuhen in den eigenen Filialen und im Online-Shop an. Also, ich fasse mal zusammen. Deichmann hat bis jetzt mit Esprit zusammen Schuhe entwickelt. Okay, dann stand aber immer Esprit drauf. Man ist davon ausgegangen, yo, wenn man gemeinsam entwickelt, kann man ja trotzdem bei einer gemeinsamen Entwicklung ein eigenes Konzept verfolgen. Alles gut. Jetzt ist es aber so, Esprit gibt es ja in der Form ja nicht mehr. Es gibt ja nur noch die Rechte, die ein Investor hält an der Esprit-Marke. Aber ein Konzern, ein Hersteller, Design gibt es ja alles nicht mehr. Das heißt, Deichmann entwickelt weiterhin Schuhe und klebt dann irgendwann auf eine bestimmte Serie, Produktlinie, den Namen Esprit drauf. Das heißt, das ist in meinen Augen, ist das eigentlich eine Mogelpackung. Ich kann ja nicht als Deichmann Schuhe herstellen und sagen, jetzt gefällt mir die eine Linie besser oder nicht so gut und dann klebe ich halt die Marke von jemand anders drauf. Ist eine Mogelpackung. Wenn ihr es anders seht, schreibt es wie gesagt in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob ihr sagt, hurra, es gibt weiterhin Esprit-Schuhe, tolle Esprit-Schuhe mit tollem eigenen Style, Esprit-Designer und Esprit-Hersteller, Esprit, alles Mögliche. Schwierig. Damit ist genug geredet, ich drehe mich dann hier im Kreis und so soll es auch nicht sein. Das war das Neueste zum Thema Esprit, lebt weiter bei Deichmann, meiner Meinung nach eine Mogelpackung. Also, das war's dann für heute, so auf die Schnelle. Ihr lasst mir schnell noch einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn ihr bei meinen weiteren nächsten Videos auch wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt's regelmäßig, die gibt's täglich, denn über Marke habe ich halt immer was zu sagen. Bis dann, Servus!